Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 19 Journey Champions. Ja, wir haben in der letzten Folge einen kleinen Cliffhanger gehabt mit der Sache mit Danny Williams, was da genau passiert ist. Letztendlich wissen wir nicht, warum der jetzt da rausgerannt ist, wegen der Sache, was vielleicht der Michael vorhat, weil Ringo ihn vielleicht auf die Schliche geführt hat. Die Power ist wichtig, aber die Kontrolle müsst ihr verinnerlichen. Wie gesagt, ob er das jetzt rausgekriegt hat oder ob er jetzt wegen Nachricht von seinem Bruder, wir wissen jetzt nicht ganz genau, was passiert ist in dem Sinne. Wir müssen abwarten. Wir hoffen natürlich nicht, dass abgezockt wurde, ne? Also, das hoffen wir natürlich nicht. So, mit wem spielen wir? Danny Sturridge. Die 15, die weiß ich noch. Das ist Sturridge. Und das kann Sturridge. Stark. Boah, lauf doch hin. Schön gemacht. Gut, da hat er keine Gegner gezeigt. Den musst du machen, Danny. Aber anscheinend hat es gereicht. Angriffsszenario Neuling. Okay, versuchen wir das. Oh, den musst du machen. Und den auch. Mit Bobby machen wir es. Bobby Firmino. Ne, wir können direkt neu versuchen. Nein, da macht er nicht rein. Oh, wenigstens ein Tor. Schön gemacht. Wieder stark. So. Gut. Mach doch die Buden. Mach doch die Buden. Genau so. Schade, aber es hat gereicht. Gutes Training. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es in der Story weitergeht. Weil die ist gerade ziemlich interessant mit Danny Williams. Also. Guter Einsatz heute, Gentlemen. Hat mir gefallen. Aber einer hat wirklich überragt, nämlich Danny Williams. So muss das sein. Ja, in jedem Training muss er der Beste sein. Gefühlt. Oh. Komm schon, echt jetzt? Was ne Scheiße. Er denkt sich sowas nur aus. Okay. Mit geschlossenen Augen. Ja! Geil! So geht das! Sehr gut! Jetzt kapiert ihr endlich, was für ein Genie, was für ein großes Genie The Williams ist! Ich rufe ihn an. Alexander Shandy? Kann ich ihn sprechen? Nein, er hat zu tun. Nein, ich muss ihm was Wichtiges... Ciao, ciao. Geht's doch nicht. Jetzt mache ich dich fertig, mein Junge. Okay. Jetzt wissen wir, was da passiert ist in dem Sinne. Was da die wichtige Nachricht war. Es war doch nichts Schlimmes. Das ist schon mal gut, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was jetzt der Grund, warum der jetzt rausgerannt wurde.
wie es in dem Sinne weitergeht, ne? Das haben wir jetzt nicht rausfinden können. Werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Nur noch nicht jetzt. ja. Jetzt wissen wir zumindest, was der Anruf war. Anscheinend wollte er nur sagen, dass er jetzt die Karte von Willis gezogen und fertig sparen will. Also. Jetzt im Nachhinein denkt man sich so, was ist das jetzt im Nachhinein? Ist das einfach nur so ein Quatsch? Auch geil. Kommen noch ein paar Tore gegen Ajax, Williams. Die nächste Chance für Williams zu glänzen. Ich glaube, das gelingt ihnen, obwohl die Gerüchteküche gerade brodelt. Mit dem Sieg können wir uns fürs Achtelfinale qualifizieren. Wir begrüßen Sie vom vierten Spieltag der UEFA Champions League. Mein Name ist Wolf Fuß. Und ich bin Frank Buschmann, also für Sie das gewohnte Team am Mikrofon. Und hier herrscht schon wieder die gewohnte Champions League-Atmosphäre. Heute heißt es Ajax Amsterdam gegen Liverpool. Wettbewerb, diese UEFA Champions League. Absolut, Wolf. Du siehst ja, wir sind gerade mal an Spieltag 4 angekommen, aber hier herrscht eine Stimmung, die gibt es anderswo nicht im Finale. Das ist schon klasse. All diese Teams, diese Stars, diese Superstars, Jahr für Jahr. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er... Ja, was? Superstars, klar. Legenden werden geboren, Legenden dezimiert, machen sich unsterblich. Wie ein Robben 2013, Cristiano Ronaldo, der es schon getan hat, Gareth Bale. Ja, wer noch? Alles. Klar, Lionel Messi natürlich. Der. Oh Gott. Ja, das war kein guter Versuch von Fabinho. Blind. David Neres. Ja. Was erwartest du heute von Danny Williams? Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt, so wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Das wäre auch schön. Danny Williams. Ronaldo. Danny Williams. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Und Fabinho, wieder eine Vorlage von Danny Williams. Das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Ja. Wieder mal eine Vorlage von Danny Williams. Hat es wieder kurz gekommen, hat wieder sich fallen lassen und dann einen anderen Spieler ermöglicht, nach vorne zu rennen. Und das war stark. Die Taktik, die man in der Champions League ausgesucht hat, geht auf. Williams geht in seiner Position sehr, sehr gut auf. Wie viele Vorlagen der auch momentan auch zeigt. Klar, er sollte eigentlich sehr, sehr auf Torschießen fokussieren, aber wenn er auch mit Vorlagen hilft, dann ist es auch einiges wert. Weil letztendlich, wer die Tore schießt, spielt ja keine Rolle. Außer er spielt gegen PSG, da will er natürlich auch treffen. Gut. Abseits, ne? Nee, war kein Abseits, tatsächlich. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ich habe einen Abseits gerechnet. Van Dijk. Und er schießt. Mané, die Chance. Er steht im Abseits. Schade. Schade, schade, schade. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Also momentan machen wir echt einen brutalen Druck. Tolles Zuspiel. Jetzt vielleicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, schade. Eine gute Chance gewesen. Ich wollte auch eigentlich eher zu Williams spielen, aber Williams stand halt so blöd. Da konnte ich noch nicht mehr spielen. Und als ich das schon gesehen habe, da war es schon zu spät. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Oh. Oh, die kombinieren aber gut. Die kombinieren gut, aber der Keeper hat den. Feldmann, Donny van de Beek. Hüntelaar.
Hier wurde auf Vorteil entschieden. So. Pfeifen wir, lassen wir direkt mal abpfeifen. So, Wijnaldum nach vorne. Klaas-Jan Lintela. Ein Konter wird nicht so schnell möglich sein. Oh, gute Parade von. Also 1-0 ist auch gerade, wie gesagt, nicht sicher. Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Lange Flanke. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiter. Könnte das wieder wie beim letzten Spiel sein mit von Alex Hunter. Aber der Unterschied ist hier noch, dass wir wenigstens noch viel Zeit haben. Und Salah. Mohamed Salah. Hereingabe. Den Ball hat oh, ja, und der war schön. Die Flanke war gut. Zwar kein Fallrückzieher, aber trotzdem war die Flanke gut. David Neres. Liverpool mit dem Einwurf. Ja, schön. Anderson. Unbedrängt einen Fehler provoziert. Schöner Versuch. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Ah, gut gemacht von Danny Williams, immerhin. So, Fabinho, Matip. Salah. Danny Williams mit dem Tor. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Er macht das Tor. Er macht nicht nur Vorlagen, er macht auch die Tore. Der Abschluss hier natürlich kein Problem. Schön von Salah sich durchgesetzt. Guter Ball und Danny Williams. Er hatte nicht viel Platz, aber diesen Platz, den er hatte, hat er sehr, sehr gut ausgenutzt. Starkes Tor. 2-1, hier ist noch alles drin. Wirklich in starker Form, Williams. Ein wichtiger Faktor in der Champions League. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. War bisher an sämtlichen Toren beteiligt. Das Zuspiel soll zu Hüntela. Gute Aktion. Joel Matip klärt. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Liverpool. So, nochmal Salah. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ah, schade. Da setzt sich Salah gut durch, aber ja. Es steht 2-1, aber Liverpool muss mehr den Druck erhöhen. Muss mehr Tore machen und eventuell vielleicht die Champions League 8 sich zu qualifizieren. Oh je. Sie haben den Ball. Stark. Oh Mann, ey. Da gewinnt er den Zweikampf. Ich wollte abziehen direkt. Aber hat ihn vorangenommen. Blöde Entscheidung. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. So. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war das. Er versucht's. Ja, kurz vor der Pause hat er die in Führung gebracht. Er hatte dann noch einen Assist gemacht. Also, Danny Williams' Arbeitszeugnis heute war bisher gut. Einwurf Ajax. Tagliafico. Muss jetzt noch so weitergehen. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Darf doch nicht wahr sein, ey. Ein tolles Spiel. Die haben nicht viele Chancen. Bleibt extrem spannend. Irgendwie. Gut gemacht auf der Außenbahn. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Alex Oxlade Chamberlain. Eine ist drin. Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Und damit ist der Ball weg. Alter. Donny van de Beek. Klaas-Jan Hüntela. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Okay, Mané. Ball geht in Richtung Danny Williams.
Und wieder Williams. Stark. Was für ein starkes Spiel der Konter. Haben wir schon Ziel? Ne, haben wir noch nicht bekommen. Was für eine Kombination. Salah auf Mané. Mané mit der Flanke und Williams hält nur den Fuß drauf. Und er macht das Tor. Doppelpack von Danny Williams erneut. Er ist momentan in überragender Form. Und er hat sich jetzt bestens in der Champions League sich angepasst. Aber jetzt müssen sie die Führung behalten. Dann haben sie 12 Punkte und sind so gut wie durch. Vielleicht qualifizieren sie sich ja. Ich weiß nicht, wie es von den Punktzahlen her möglich ist. Also müssten ja normal dann qualifiziert sein. Aber wie gesagt, ich weiß halt die Tabellensituation nicht auswendig. Jawohl. Jo, Van Dijk war da. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst, das war eine Weltklasse-Leistung von ihm heute. Klasse Technik. Ah, da waren ein paar Spieler dazwischen. Leider. Oxlade-Chamberlain. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Oh, Keeper. Gleich gibt's eine Auswechslung. Das war mutig. Oh, wieder Shaqiri. So. Okay. Gute Parade. Ja, das ist der Vorteil, den Williams gegenüber Hunter und Kim Hunter hat. Er ist kopfballstark und größer. Ne, also da macht das schon für das Spiel von Liverpool schon was aus. Dass das halt noch eine Waffe sein kann, ne? Gerade mit der Schnelligkeit, die sie über außen haben, mit Salah und Mané. Shaqiri ist jetzt auch noch ein relativ schneller Spieler. Zwar nicht so wahnsinnig schnell, meiner Meinung nach, aber wie jetzt ein Salah, aber Mané, aber schneller als Danny Williams ist er allemal. Jawohl, komm. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ja, ja. Aber er ist halt grundsätzlich nicht so stark wie Salah. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut in den Lauf gespielt. Ja, das ist dann doch. Das hat man jetzt an dem Schuss leider gesehen. Feedback. Ja. Oh, Passquote ist 100%. Damit steht also der Sieger dieser heutigen Partie fest und der heißt Liverpool. Das war eine klasse Abpfiff. Partie heute. Viele Offensivaktionen, hat richtig Spaß gemacht. Ja, die hatten richtig Lust. Für Defensivspieler war es nicht vergnügungssteuerpflichtig. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat großen Anteil am Sieg heute. Eine klasse Leistung. Doppelpack in der Form ist er unglaublich wichtig. Auf jeden Fall. Wenn er so weiterspielt, dann geht die Champions League wohl über Liverpool. Aber da hat natürlich Real Madrid mit Alexander was dagegen. Und soweit werden wir auch spielen. Könnt ihr eventuell zum Champions League Finale kommen? Real Madrid gegen Liverpool. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja. Sein Marktwert steigert sich. Er wird immer besser, immer besser. Er wird immer stärker. Er wird immer stärker. Das kann man schon sagen. Passiert noch was? Nein. Wechseln wir jetzt zu Alex. Bin ich gespannt. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Wir wechseln zu Alex Hunter. Finde ich
nicht schlecht. Geht jetzt da weiter, denke ich mal, die letzten beiden Champions League-Spiele zu bestreiten. Und wir sind im Achtelfinale. Ich sehe es an der Punktzahl schon. Weil es sind noch 6 Punkte zu spielen. Und ja, wir sind auf jeden Fall schon mal sicher Zweiter. Wenn wir einmal ein Unentschieden spielen sollten, müsste eigentlich auch noch reichen in dem Sinne. Aber wir wollen gewinnen. 4:0. Hört sich sehr, sehr stark an. Und ja, ich hoffe mal, wir bringen weiter so Leistung. Also momentan 7 Tore, 7 Vorlagen. In 7 Spielen, also 7 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen. Was für eine Quote. Natürlich im letzten Saison 4 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen. Klar, hört sich natürlich ein bisschen besser an, aber mittlerweile anderes Niveau mit Champions League und alles. Ja, da ist das Niveau natürlich schon anders. Wir wissen ja nicht, wie der in der Liga spielt, weil wir die Liga ja eigentlich gar nicht spielen, was ich schade finde, aber ist jetzt auch kein Drama. Nachwuchsspieler Williams als Spieler des Tages ausgezeichnet. Williams, man muss diese Saison wirklich im Auge behalten. Heute mit Tor und Vorlage. Wenn mir einer vor einem Jahr gesagt hätte, Williams würde Liverpool in die K.O.-Runde der UEFA Champions League führen, hätte ich nur laut gelacht. Glückwunsch, Williams, du darfst weitermachen. Der erstaunliche Siegeszug von Williams in der UEFA Champions League nimmt einfach kein Ende. Schöner Dreier für Liverpool, gute Leistung von Williams, da verspricht einiges für die nächsten Spiele. So sieht's aus, Liverpool 2:3, super Ergebnis und Williams wurde in Durchgang 2 eingewechselt. Stimmt gar nicht. Ist auch wieder falsch, hast du ein falsches Spiel gesehen? Wir haben die ganze Zeit gespielt. Eieiei, diese Unwissen halt immer, ne? Aber gut, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge spielen wir mit Alex Hunter. Schreibt doch mal in die Kommentare, dann würde ich sagen, seid dabei, wenn es weitergeht. Bis dann, haut rein und ciao.